Bei Tagesanbruch haben wir die Möglichkeit, das Wat Ratchanuwat-Ufer zu besuchen. Der Tempel liegt auf der Insel Koh Loy gegenüber dem Hua Rao-Markt. Damals wohnte der Long Phor Thuat hier. Er wurde nicht nur von Thailändern verehrt, sondern auch von den Ausländern, die in der Zeit von dem König Ekathosarot, dem 19. König aus der Ayutthaya-Zeit. Es ist eine gute Gelegenheit, morgens eine Gabenspende an die Mönche, die mit dem Boot fahren, zu übergeben. Wegen des Glaubens der Thailänder an die Nacha, also Schlange, müssen die Leute in die Nacha-Mönch-Organisation beitreten, bevor sie an den buddhistischen Tänzen teilnehmen können. Gemäß der Tradition soll jeder männliche Thai in einen Mönchsorden eintreten. Die Völker glauben, dass dies als ein großer Verdienst für die Eltern, Bekannten und so weiter gilt. Ein Glück, dass wir heute die Chance haben, an der Parade der Nacha-Mönche teilzunehmen. Die Atmosphäre ist lebhaft, sie tanzen um den Tempel, um die ordinierenden Tempel zu führen. Der Markt präsentiert die alte und traditionelle Lebensweise der Ayutthaya-Bewohner. Wir können die einfache Lebensweise auf dem Wassermarkt Ayutthaya erfahren. Deshalb wird die Stadt Ayutthaya auch Venedig des Ostens genannt. Wat Maheyung wurde vor der Gründung der Hauptstadt Ayutthaya von Chao Sampraya errichtet. Die bedeutende Eigenart des Tempels ist Chedi Changlom, die für ihre Architektur sehr bekannt ist. Die Chedi sieht ähnlich wie Chedi in Sukhothai aus. Rund um den Sockel stehen Elefantenstatuen. Man kann hier vom Höhepunkt der Ayutthaya-Zeit erfahren. Es gibt in Ayutthaya nicht nur einen typisch thailändischen Ort, sondern auch einen typisch europäischen, den man besichtigen kann. In der Vergangenheit waren die Portugiesen hier in der Gegend angesiedelt. Sie waren die ersten Europäer, die in Ayutthaya angekommen waren. Ihre Kirche zählt zu den ersten Kirchen Thailands. Damals war Ayutthaya eine Hauptstadt, in welche die Ausländer kamen, um mit Gütern zu handeln oder das Christentum zu verbreiten. Die St. Josef-Kirche zählt zu der zweiten Kirche Thailands und gilt als einzige Kirche aus der Ayutthaya-Zeit, die noch existiert. Sie wurde von den Missionaren aus Paris in der Zeit von König Louis le Grand und König Narai dem Großen errichtet. Es wird erzählt, dass die Kirche sich zur Erinnerung an den Höhepunkt der Verbreitung des Christentums erbauen ließ. Ein hoher Prang im Khmer-Stil geht als eine gute Mischung mit den Chedis im Ayutthaya-Stil. Dies sieht man an seiner Eigenart im Vergleich zu den anderen Tempeln in Ayutthaya. Wegen seiner Schönheit kommen die Touristen hierher, um Fotos zu machen. Alle Fotos, die gemacht wurden,
sehen so schön aus, als ob sie verzaubert wären. Wir haben die Möglichkeit, einen Wihan aus der Zeit des Beginns der Ayutthaya-Periode zu besichtigen. Der Name des Wihans kommt von seiner Namensbedeutung. Damals gab es drei Wihan in dieser Gegend. Wihan der sitzenden Buddha-Statue, Wihan der stehenden Buddha-Statue und Wihan der liegenden Buddha-Statue. Aber heute existieren nur noch Wihan der sitzenden und Wihan der liegenden Buddha-Statue. Die Größe des liegenden Buddhas Prabhupada Sayat ist mit keinem anderen liegenden Buddha in Thailand zu vergleichen. Sie ist über 600 Jahre alt. Prasad Nakhon Luang liegt außerhalb der Ayutthaya-Insel. Die Ayutthaya-Bewohner in der Regierungszeit von König Prasad Tong zeigen uns ihre Bemühungen und versetzen uns in Erstaunen. Im Jahre 1631 schickte der König Prasad Tong seine Künstler, anlässlich der Feierlichkeiten zum Kriegssieger, als Khmer eine Kolonie wurde, nach Khmer, um den Plan eines Khmer Prasad aus der Hauptstadt von Angkor zu kopieren. Die Menschen in Ayutthaya sind auf ihr Aranik-Messer sehr stolz, wegen seiner Eigenart. Nicht nur aufgrund der Form des Messers, sondern auch wegen seiner Schmiedart. Es gibt viele verschiedene Formen des Messers und es hängt davon ab, für was man es benutzen möchte. Wir können ein wunderschönes und antikes Schwert finden, das als eigene Waffe einer ehemaligen Führungsperson gehörte. Ayutthaya liegt im Zentrum des Tieflandes, wo viele Flüsse und Kanäle die Stadt umringen. Deswegen hängt die traditionelle Lebensweise der Bewohner von den Flüssen und Kanälen ab. In diesem Thai-Boot-Museum werden viele Boote gesammelt, von traditionellen Thai-Booten bis zu Ozeanriesen, die heutzutage kaum noch zu sehen sind. Es passt perfekt zu der Lebensweise der Bewohner, die an den Flüssen wohnen.